Ja, hallo Freunde und Mitsternkrieger, willkommen zu einem neuen Let's Play mit mir, Octavian von Octas Gameplay. Ja, und heute sind wir auf dem Anfängerplaneten Korriban. Wie ihr hier gerade seht, ehrfürchtig die Sith Akademie. Ne? Ja, und hier wird ja auch fleißig gekämpft, da es ja der Anfängerplanet ist. Und da wollen ja viele ihre Charaktere hochleveln. Ne? Da sieht man ja, dass auch viele drin. Ja, ich bin hier mit meinem Gleiter, mit dem Corialis Marquis, ne? Und naja, hier vor der Sith Akademie, ne? Ja, da kommen auch Erinnerungen bei mir, wo ich vor 2 Jahren damit angefangen hatte mit Star Wars The Old Republic, ne? Da habe ich auch während der Zeiten, wo, sag ich mal, Star Wars The Old Republic ja nicht verfügbar war, weil die Server down waren, ne? Also ja, da habe ich immer die Let's Plays von Sarazar angeguckt. Ja, Sarazar, da sagt euch was, ne? Großer Let's Player hier, Godfather of Let's Play, könnte man ja auch schon sagen, ne? Ja, er hat ja auch den Projekt Star Wars The Old Republic nach Level 15 auf Dromcast beendet. Ja, kann ich auch gut verstehen. Dieses Spiel ist nicht so einfach zu Let's Playen. Ja, er ist auch einer der Großen, habe ich ja gesagt, Sarazar. Ne? Aber ich weiß es von mir selber, dass es nicht so einfach ist zu Let's Playen und die Videos zu bearbeiten, weil zum Beispiel ich hatte ja die Story von Knights of the Fallen Empire und es hat mich so genervt. Ich wollte es unbedingt mit diesem Charakter hier spielen, mit der Rox of Astan, also mein Sith Inquisitor, ne? Und ja, ging nicht so gut, ne? Und da habe ich die Aufnahmen in den Sand gesetzt und das hat mich so dermaßen genervt, dass ich alle die Aufnahmen gelöscht habe, also was alles mit Knights of the Fallen Empire. Ja, gut, warum sind wir hier auf Korriban? Natürlich nicht, weil mir Korriban ja nicht so gefällt, aber ja, weil ich den Anfänger, das ist ja der Anfängerplanet, ne, und ich will einfach halt die Heroics machen. Heute ist ja wieder Dienstag, ne, und Reset-Tag, ne, und ja, da man ja die Heldenmission nur einmal die Woche machen kann, werden wir jetzt auch anfangen, die Missionen zu machen. Ich mache den Display wieder an, so. Ja, da ist er wieder. So, dann steige ich mal aus meinem schönen Gleiter aus, ja. Die, neben mir ist auch die Ashara und wir fangen mit bewaffnet und gefährlich an, also Armed and Dangerous, also bewaffnet und gefährlich fangen wir an. Da porten wir uns dahin. So, da sind wir wieder. Aha, da winkt ja Roxo nochmal. Ne? Roxo, pardon. Roxo war mein alter Charakter, ja, muss ich sagen. Und in seinen Ehren, weil ich so blöd war damals und den gelöscht habe, das war ein Sith-Attentäter. Ja gut, ich war ja noch nicht Level 55 damals, ne? Ich war sondern nur Level 25, ja gut, war ja nicht so dramatisch und da habe ich den leider gelöscht. Und Raxo ist jetzt sozusagen eine Hommage an den Charakter und ja, fangen wir jetzt an mit dem Spiel, ne? Also mit der Heldenquest. So, den benebeln wir mal kurz den Verstand. So, und jetzt Attacke. Take it easy. So. Ja,
Ashara, was machst du denn da? So, das war's, die erste Mission, ne? So. Dann gehen wir zu der Hassmaschine, der Hate-Maschine, ne? Die Hassmaschine über. Da porten wir uns auch dahin, ne? Sag ich. So. So, dann gehen wir hier auch hier rein. Ja, da winkt der Roxo. Roxo, verdammt. Ja, der arme Roxo, den habe ich ja gelöscht, habe ich ja gesagt. So. So, und jetzt hier meditieren. Ja. Die dunkle Seite aufrufen, ne? Ja. Wo leben Chlorschnecken eigentlich immer? Im Schwimmbad. Ja. Mann, war der Witz flach, ne? Ja, die Ashara, die kloppt die alle um. Ja. So, dann nehmen wir dieses Mal dieses hier, so. So, ich steck mal meine Waffe ein, ne? Hallo? Ich sagte Waffe einstecken, Freundchen. So, ich brauche die Waffe ja nicht mehr, ne? Nehmen wir noch die Tafel. Ja, und wir porten uns jetzt rüber zu der Sith Akademie, ne? So. Ja, Freunde, das war's mit dem Heroics hier auf Korriban, ne? Auf dem Anfängerplaneten. Gucken wir noch mal uns ehrfürchtig die Sith Akademie an, ne? Jeder von diesen Sith hier, die möchten alle, genau wie ich, groß und stark werden, Level 65, ja, da läuft ja einer vorbei. Danke dir, dass du mit in der Aufnahme bist. Sanging oder wie der hieß, ja, ist auch egal. So. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Ich bin Octavian von Octas Gameplay. Denkt dran, wenn ihr das Video mögt, lasst ein Like da, wäre echt super dufte. Und ein Abo wäre auch echt super nice. Bis dahin und möge die Macht mit euch sein, Freunde. Immer. Ciao.